Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher. Ja, nach der letzten Folge, die ja nicht so besonders war, wollen wir jetzt mal... Auch Fremdländer dürfen es gern versuchen. Tiere. Ruhm und Erde reichen überall hin. Ob der so stark ist? Ich will kämpfen. Gut. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin allzeit bereit. Auch jetzt. Ich will erst ein paar Worte mit dem Fremdländer wechseln. Es geht um meine Erika. Siehst du sie? Ich muss heute gewinnen. Sie schaut zu. Ich habe keine Chance gegen dich, das weiß ich. Aber ich habe gedacht, dass du mich vielleicht gewinnen lässt. Hör zu, wir machen's so. Im ersten Kampf gehe ich zu Boden. Aber dann kämpfen wir nochmal und da gewinnt der Bessere. Schluss jetzt mit dem Geschwätz! Kämpft! Ja, meine Münze sagt, er kann den Riesen nicht besiegen. Oh, ja. Dass ich keine Chance gegen den habe. Verdammt. Aber einer ist besser als zwei und wir sind hier. Ne? Ja, los, Honke. Valgard gewinnt! Danke. Du weißt, mit deinen Händen umzugehen. Ja, das tue ich. Kannst du auch eine Axt führen? Aber später, ich hab gesehen, wie stark er ist. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hat es immer schon gern geräumig und luxuriös. Lamarie. Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. Hm, das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-Weiß. Können wir erstmal die Schwerter wieder ablegen hier. Ihr Megaskop. Ohne geht sie wohl nirgends hin. Wie sagte Philippa Eilhardt, Megaskope und Zahnbürsten sind höchst private Dinge. Was macht denn hier eine zerbrochene Hake drin? Tag, ich bin Geralt. Der Hexer, den man als weißen Wolf kennt, ich weiß. Hier werden jeden Tag neue Geschichten über dich erzählt. Suchst du nach einem freien Platz am Tisch? Nein, nein. Ich wollte nur reden. Eigentlich hätte ich Lust auf eine Runde Gwind. Wie wär's? Ich habe immer Lust auf Gwind. Ich auch. Gwind ist immer gut. Ich weiß gar nicht, wann wir das jetzt überhaupt Gwind gespielt haben. Also gegen jemanden, wo wir eine Karte bekommen haben. Garkin hatten wir bekommen.
Ah, dein Monster. Das heißt, da muss ich drauf aufbauen, dass er seine Kraft verwendet. Oder so. Ich glaube, die Runde verpasse ich mal. Der hat nur noch diese Karte, schon mal positiv irgendwie. Hallo, willkommen! Reges Rolex Terzi. Was du? Mal so ein Spanferkel, ey. Boah, könnte ich jetzt auch voll drauf. Ist da so schön, schön hier. Ich muss sagen, hier gefällt's mir. Das will ich hoffen. Es war eine Ruine, als ich von Undweg kam. Das Dach hatte Löcher, dass die Möwen in die Bierkrüge geschissen haben. Ich habe die Hütte gekauft, die Ärmel hochgekrempelt und eine anständige Taverne daraus gemacht. Warum hast du sie Neuhafen genannt? Kontinuität. Auf Undweg hatte ich Althafen. Ein paar meiner alten Gäste kommen abends her, um die alten Zeiten aufleben zu lassen. Cool. Danke, dass du Zeit für mich hattest. Wirklich eine sehr gemütliche Taverne. Ich höre Leute, aber hier ist niemand. Wahrscheinlich sind die alle draußen. Hier ist auch nochmal ein fettes Schwein. Also, nur Schwein, nicht fett, also, ne? Versteckt euch, Leute! Ach, jetzt sind Leute hier. Oh. Die Taverne ist auf einmal gefüllt. Musik gibt's auch. Reisender? Die vergiftete Quelle von Tissaia de Vries inspiriert sie noch immer. Puh.
Normal ist es so, sobald ich das anziehe und dann dahin oder wohin möchte, ist es so, dass nachher zwischendurch irgendwie noch was ist. Ich habe ja weniger Rüstung dann und. Was sind das denn für Schuhe, bitte? Also, immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine... was ist Jennifer eigentlich für mich? Alter, wir haben 3 Punkte zu vergeben. Also, das sollten wir jetzt auch mal machen. Ich würde hier gerne noch ein bisschen was draufballern. Waffen wegpacken wahrscheinlich. Siehst krank aus, finde Aber wir gehen noch mal. Ja, das ist natürlich eine Festlichkeit. Wir können da nicht mit diesem Bart auftauchen. Ich möchte, dass du diese Fetzen für mich zusammennähst. Das Material ist gut, aber die Sonne von Nilfgaard? Die Banner der Schwarzen. Hab sie auf dem Festland erobert. Ich möchte sie als Teppich auf dem Boden haben. Geh mir aus den Augen! Tut mir leid, ich will mich nur rasieren lassen. Tag. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Wohl der Einzige auf den Inseln. Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir die Haare schneiden? Das mache ich eigentlich nicht. Aber man soll ja keine Reisenden abweisen. Nee, das ist nicht die Frisur. Ja, dann bleibt die halt. Komisch, der Bart wächst, aber sonst. Sympathische Koteletten, das muss ich mir angucken. Nicht perfekt, aber immerhin rasiert. Bis dann. Bis wir da oben sind, sind wir wahrscheinlich schon wieder, haben wir wieder ein Vollbart. Nur von weit her. Kann ich mir voll gut Ah! vorstellen. Komisch aus. Ein Monsterjäger, wie? Was macht er denn? Er ist mit dem Jarl befreundet. Vielleicht besucht er ihn. Gelobt sei der Tag des Abends. Ich
Na denn, wollen wir mal weiter nach oben. Mein Gott. Wer baut denn so? Meine Fresse, was ist denn das? Kannst jedes Fußvolk mit abwehren. Die sind ja schon total kaputt. Letzte bis Nacht war. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis seines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Entzückende Kleidung. Du siehst fesch aus. Danke. Und du? Umwerfend. Ich habe deine Ehrlichkeit wirklich vermisst. Ich bin froh, dass wir beide hier sind. Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern. Ich weiß, halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Erst spazieren Sie hier rum, diese Festlandhelden. Und dann dürfen wir Sie tot aus der Taverne ziehen. Und? Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Brot! Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Wir haben auch Wein aus fernen Melitele-Tempeln. Was wird Bran wohl besser gefallen? Eure Viktualien. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Hm? Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Hm. Muss schon sagen, er steht dir. Ja, toll, du hast gar nicht rasieren müssen. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kret sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten, wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarls Söhnen zusammen. Ceres Ancret ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt.
Schon gewusst, dass jeder Einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deinen Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht. Geralt? Ich fühle mich geehrt, aber vielleicht ein andermal. Schade. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Heute nicht. Aus gutem Grund, glaub mir. Wenn nicht heute, wann dann? Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Da bin ich natürlich nicht. Hast du heuer die Grünen gesehen? Willst du nicht mal ein Jahr? Jeder guten Feier muss jemand machen. Chalmer an Kreid ist mit dreifacher Begleitung nach unten gegangen. Das ist ein legendär. Gezähmte Bären. Ja, im Kraftkeller, so bis unter die Decke mit dem Bett. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yardona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das klären wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Regelt das draußen. Wer zum Teufel bist du, dass du mir Befehle erteilst? Jemand mit besseren Manieren. Du beleidigst Brans Andenken und Krachs Gastfreundschaft. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Denke weg! Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft! Ich reiß dir die Nüsse ab, du Mann! Oh nein. Zeig dem dämlichen Sack, wo sein Klaps ist, unterm Tisch! Na komm schon! Hau den beschissenen Bastard um, Papst! Wenn du es nicht tust, tue ich es! Sieht, wo sein Platz ist, unter Tisch! Was bist du? Weite Meer werd ich fahren. Ich lasse dich daheim. Du was könnte ich machen? Ich reiß dir die Nüsse ab, du Mare! Weite Meer werd ich fahren. Zeig dem dämlichen Sackgesicht, wo sein Platz ist, unter Tisch!
Zeit ist zu beenden. Komm mit mir, den Jarl anfliegen. Ja. Andere sagen, Bruder, der Kettenwasser im Herrn führt Selbstgespräche und isst kein Fleisch. Stell dir vor, da ist man nicht an dem Wald, läuft mit kalten Rückenwasser. So, niemand beleidigt Yennefer. War das genug? Hast echt gut ausgeteilt. Seh immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexe. Das war's wert. Hexe, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten. Nicht böse sein, aber das müssen wir leider verschieben. Ja. Wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Ihr Landratten seid immer gleich. Habt immer Angst vor euren Weibern. Glaub mir, von der sollte man Angst haben. Ja. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissaks Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Ich nehme an, Moissak ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Ist witzig, in Resident Evil gab es den Ouroboros. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Schritte. Psst. Wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen und starre zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja. Nachtigallen singen. Das war nah dran. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissaks Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Ja, aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Das war jetzt auch nicht so eine tolle Folge. Wir sind zwar in der Story ein bisschen weitergekommen, aber es ist so alles so gerade ein bisschen so... ein bisschen totgetrampelt irgendwie. Kaum Action, aber ich glaube, das wird noch alles kommen. Tja, ich würde sagen, bis dahin und gehabt euch wohl. Ciao.